Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barcrafts. Wie ihr seht, technisches Video, dauert immer ein bisschen, aber die Ausbeute ist dann umso größer und reichhaltiger, sage ich mal so. Der Alex hat uns wieder versorgt mit richtig gutem Material und ich muss tatsächlich sagen, für mich auch ein Bereich Flak und Flakpanzer. Ja, also wenn ich an Flak denke, denke ich immer an die 8-8 und dann Erdkampf und dann Abschuss von Panzern. Flakpanzer, ja. Als ich das erste Mal Panzerlehrdivision gelesen habe, Hölle auf Panzerketten und die mit ihren Flak-Panzern dann eben die Tiefflieger in der Normandie bekämpft haben, das war so mein erster Berührungspunkt mit diesen Waffen und das ist schon wirklich lange her. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich hier mal so ein bisschen mal in die Tiefe gehen kann und mich über Flak-Panzer auslassen kann. Und was wir machen werden ist, wir gehen mal ran an die Entstehungsgeschichte, also so ein bisschen, was war im Ersten Weltkrieg noch los und hatten wir da schon Flak-Einheiten, dann Reichswehr, so ein ganz wenig, also ein bisschen Reichswehr und dann Zweiter Weltkrieg und die Entwicklungsstufen, die nachher im Wirbelwind und Ostwind endeten. Und Kugelblitz natürlich auch genannt. Also die Dinger gucken wir uns nachher an, ganz in Ruhe, und da bauen wir drauf auf. Was wir auch machen werden, wir werden das so gut wir können wieder mit bewegten Bildern untermalen. Und ihr wisst es ja, da hat sich mein Sohn Leon natürlich wieder reingekniet und aus dem Spiel War Thunder diverse Szenen rausgenommen, also Kettenfahrzeuge mit Flak drauf, in Fahrt und in Schussposition, damit man so einen kleinen Eindruck kriegt, wie das funktioniert haben muss, weil wenn man Originalaufnahmen aus dem Zweiten Weltkrieg nimmt, dann kommt immer gleich einer und schreit, das sind aber meine, die darfst du nicht benutzen. Und das erzähle ich ja immer wieder, das will ich nicht. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir gehen jetzt in die Flaks oder in die Flak rein, Flakpanzer vor allen Dingen. Und da, ich sag mal, bringe ich euch mal durch in der nächsten, vielleicht halben Stunde. Und vielleicht könnt ihr da ja ein bisschen was mitnehmen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da eure Kommentare dazu oder wenn ihr da eure Kommentare zu schreibt. Und vielleicht haben Alex, Leon und ich ja irgendwas vergessen. Dann schreibt es einfach dazu. Und wenn nicht, dann freue ich mich über einen Daumen hoch am Ende. Und über ein Abo freue ich mich natürlich sehr, weil denkt dran, die 100.000 sind das Ziel für dieses Jahr und die wollen wir schaffen. Da könnt ihr bei helfen. Bis dahin würde ich sagen, schnallt euch an, jetzt steigen wir auf die Flakpanzer und gucken mal, wo die Reise hingeht. Los geht's. So, wenn wir jetzt in die Vorgeschichte mal einsteigen, können wir den Ersten Weltkrieg ausklammern, weil das, was wir da an Flakwaffen hatten, das waren Maschinengewehre, die teilweise auf Baumstümpfe montiert waren und somit hat man versucht, feindliche Flieger vom Himmel zu holen. Das war alles sehr, ich sag mal, improvisiert und erst in der Reichswehr ging das langsam los mit der Entwicklung. Aber man muss natürlich auch wissen, durch den Versailler Vertrag war Deutschland untersagt, Flugabwehrwaffen zu besitzen. Und das wurde kompensiert, indem man weiterhin Männer an MGs ausbildete, also an dem 08er, dem MG13 oder auch dem MG34. Und das war so eine Art Vorausbildung zum Flakschießen. Ja, wenn wir in das Jahr 1926 springen, dann also der Zeitpunkt, wo die alliierte Militärkontrollkommission abgezogen ist, sag mal der Beginn, dass im Geheimen weiter geforscht wurde an leistungsfähigen Flakwaffen. Und dann auch gleich 1928 wurde die 2 cm Oerlikon ja eingeführt und hatte die Bezeichnung 2 cm Flak 28. Diese Waffe wurde dann auch sehr schnell auf diverse Lafetten angebaut oder aufgebaut, auf Zwillingssockel 36 oder Fliegerdrehstütze 36. Und dadurch wurde er immer weiterentwickelt und dann kamen wir irgendwann an den Punkt, wo man sagte, man muss die entweder hinterherziehen, abprotzen und dann aufstellen oder man hat mobile Flakgeschütze montiert auf Kettenfahrzeugen. Und das ist quasi der Grundstein gewesen für die Flakpanzer. Ja, und somit gehen wir mal ran an den Flakpanzer 1. Also der Flakpanzer 1 war der erste Versuch der Wehrmacht, ein Flakgeschütz auf ein Vollkettenfahrgestell zu lafettieren, um so eine Waffe zu schaffen, die den schnellen Verbänden eine wirksame Flugabwehr gewähren konnte und schnell verlegbar war. Ja, mit der Wanne des Panzer 1, Ausführung Alpha, entstanden dann bei Stöver in Stettin, also bei der Firma Stöver in Stettin, 24 Exemplare des Flakpanzers 1, also das war im Jahre 1941.
und dieser trug dann unverändert die 2 cm Flak 38 auf einem stark veränderten Aufbau. Dieses Fahrzeug konnte auch noch den Sonderanhänger 51 mitführen, der Munition und Zubehör führte. Ja, diese Panzer wurden dann geschlossen dem Flak-Bataillon Mod 614 zugeteilt und kamen bei der Heeresgruppe Süd zum Einsatz. Und wer sich da so ein bisschen belesen hat, der weiß auch, dass diese Flak-Waffen auch im Erdkampf eingesetzt worden sind, wo sie verheerende Wirkung hatten. Nachteil war hier auch, die Geschützbedienung war nicht geschützt. Also die Geschützbedienung war nicht geschützt. Das heißt also Granateinschläge und Splitter und auch Beschuss war wirklich ein Riesenproblem und diese Geschützbedienung erlitten schwerste Verluste. Dieses ganze Bataillon, so als Anmerkung, ging mit der 6. Armee in Stalingrad dann unter. Hier haben wir noch ein paar technische Daten zu dem Flakpanzer 1. Das könnt ihr hier nochmal genau sehen. Ja, kommen wir dann hier mal zu dem Panzerkampfwagen 38 Ausführung L für Flak 2 cm 38 Sonder Kfz 140. Ja, mit den Bezeichnungen hatten die das wirklich drauf. Ja, der Flakpanzer 38 war dann die Antwort der tschechoslowakischen Firma BMM auf die Forderung nach einer wirksamen Flugabwehr auf Fahrzeug, also auf einem Vollkettenfahrgestell. Als Basis diente hier auch das für die Panzerabwehr und Artillerie selbst Lafette entwickelte und bereits beim Panzerjäger Marder 3 verwendete Mittelmotorfahrwerk, also wieder was ganz Besonderes. Und diesmal auch mit dem neu entwickelten Turm aus 16 Panzerplatten wurde dieser gefertigt, wobei die oberen heruntergeklappt werden mussten, um weiterhin mit dem Schutzschild versehen, die 2 cm Flak 38 dann seitlich zu schwenken, um einen 360-Grad-Schwenk zu ermöglichen. Also in der Ausrichtung horizontal 360 und dann in der Vertikale, also im Höhenrichtbereich, war es bis zu 90 Grad und minus 10 Grad. Und da reden wir natürlich wieder für den Erdkampfeinsatz. Ja, aber wenn wir auf die Anzahl mal gehen, 141 gebaute Flak-Panzer kamen den Flak-Einheiten der Panzer- und Panzergrenadierdivisionen Heer und Waffen-SS zum Einsatz. Und neben dem Flak-Panzer 4 mit der 3,7 Flak 43, da kommen wir noch zu, bildete dieser Flak-Panzer 38 den Standard der Wehrmacht und blieb neben dem späteren Möbelwagen auch der meistgebaute Flak-Panzer. Auch hier habe ich noch ein paar technische Daten für euch, die ihr hier mal durchschauen könnt. Ja, machen wir den nächsten Schritt zum Vierling, bekannt ja auch aus dem Erdkampf. Und hier haben wir ein Sondermodell, und zwar die 2 cm Vierling auf Flak Panzer 3, also auf Panzer 3 Wanne, die auch als Keksdose bezeichnet wurde. Und da müssen wir auch noch mal in die Geschichte reingehen. Und da auch die Sturmartillerieverbände einen dringenden Bedarf an Flakpanzern für sich sahen, aber schon alleine aus logistischen Gründen eine Lösung auf Panzer 4 für die Sturmgeschütze 3 Einheiten nicht realisierbar war, da wurde dann ein Mann beauftragt, und zwar war das der Baurat Becker. Der wurde nach Sagen geschickt, um den Umbau von 90 Panzer 3 Wannen in Flakpanzern zu überwachen. Das sollte nach dem Vorbild der Flakpanzer 4, also der Möbelwagen und Wirbelwind, also so muss man sich das vorstellen, passieren. Nur die Leitung in Sagen meinte, das funktioniert überhaupt nicht. Und Baurat Becker sagte aber, das funktioniert. Aber er musste wieder abziehen und konnte es nicht umsetzen. Ja, aber der Baurat Becker ließ sich da aber nicht lumpen, hat sich dann eine eigene Fertigungsstelle eingerichtet und hat es tatsächlich geschafft, auf dem Panzer 3, also auf der Basis vom Panzer 3, ein 2 cm Flak 38 Vierling zu setzen. Und er hat es auch geschafft, die 3,7 cm Flak 43 auf diesem Fahrgestell zu verbauen. Alles, wir reden hier natürlich nur von Prototypen. Und trotzdem wurde das Programm Keksdose eingestampft, also es wurde von der Prioritätenliste gestrichen und es wurde nur ein Prototyp gefertigt. Geplant waren auf jeden Fall 18 Fahrzeuge, die aber nicht mehr umgesetzt worden sind. Also das mal zum Thema Keksdose. Ja, auch noch ein Einzelstück. Wir haben hier nochmal den 2 cm Vierling auf Flakpanzer 4.
Also wie ich schon sagte, auch ein Einzelstück. Wie kam es dazu? Also im Rahmen der Flakpanzerentwicklung entstand dieses Exemplar, also 2 cm Flak 38 Vierling. Und dieses wurde Generaloberst Guderian, der ja nun wirklich ein Panzermann war, in seiner Funktion als Inspekteur der Panzertruppe vorgeführt. Das war am 16. Oktober 1943 in Kummersdorf. Und er war so begeistert, dass er meinte oder forderte, 20 Flakpanzer pro Monat zu bauen, um seine Panzertruppen vor der Luftbedrohung zu schützen. Dann dazwischen kam aber der Wechsel auf die 3,7 cm Flak 43, weil es eigentlich so war, dass man meinte, die Luftziele, also die feindlichen Flugzeuge, verbesserten ihre Panzerung und Geschwindigkeit und der 2 cm Vierling wäre dann schon nicht mehr ausreichend für die Bekämpfung und somit wurde auch dieses Projekt eingestellt. Ja, dann schleichen wir uns mal an den Möbelwagen ran. Also da reden wir von dem Flakpanzerwagen 4 mit dem 3,7 cm Flakgeschütz 43. Und da müssen wir auch noch ein bisschen zurückrudern und anfangen, wo es angefangen hat. Also gemäß eines Beschlusses der Panzerkommission, das waren ja die zuständigen Herrschaften dort, vom 21. Dezember 43 sollte die Firma Krupp mit den Planungen für einen auf 6 Laufrollen verkürzten Panzer 4, also wir reden hier nicht von Stützrollen, sondern wir reden von Laufrollen, beginnen und damit die Möglichkeit schaffen, eine 3,7 cm Flak 43 zu lafettieren. So, der Krieg schritt natürlich mit großen Schritten voran und 44 im Januar wurde dann der Beschluss geändert und es wurde gesagt, wir verzichten auf den Umbau und nehmen die herkömmlichen Panzer 4 Wannen, also ohne den Umbau. Dann im Februar 44 ging es los mit der Produktion und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Also die ursprüngliche Forderung, den höchstmöglichen Schutz für die Bedienung zu gewährleisten, konnte man nicht nachkommen. Und zwar wurden die herunterklappbaren Seitenteile, also der Aufbau, um 25 cm verringert und auch der rechte Teil des Schutzschildes, der Flak 43, verkleinert. So, die 4 Elemente des Aufbaus konnten neben der senkrechten, also der geschlossenen, und der waagerechten, also der offenen Position, noch in eine Mittelstellung gebracht werden. Damit und nur damit war das Schwenken um 360 Grad möglich und eine Rohrerhöhung auf 0 Grad oder weniger ausgeschlossen. Ja, auch hier Achillesferse. Da sich bei dieser Mittelstellung vorne und hinten Lücken auftaten, kann man sich ja vorstellen, gab es hierfür extra Zusatzklappen, um diese zu schließen. Und die wurden von der Besatzung als Fensterläden oder Lückenfüller bezeichnet. Ja, was in der Praxis dazu führte, dass in der Regel beim Gefecht die Seitenteile vollständig heruntergeklappt wurden. Das wiederum ermöglichte natürlich die maximale Waffenwirkung. Aber wiederum kommen wir zu dem Punkt, die erhöht sitzende Besatzung oder Bedienung war völlig ungeschützt. So, und jetzt muss man auch wieder wissen, die Wehrmacht setzte ihre Flak-Einheiten, also die Lafettierten oder die Selbstverlafetten, sehr aggressiv im Erdkampf ein. Und wenn wir die Nullstellung des Geschützes hier betrachten, das heißt also, wir können nicht negativ die Elevation negativ ausführen, also minus 10 Grad, also wir auf Erdziele schießen, war der Möbelwagen völlig ungeeignet dafür. Und wenn man sich das einfach mal vor Augen führt, wie das Ding aussah, war natürlich Möbelwagen die richtige Bezeichnung, weil die Senkrechtstellung der hohen Aufbauten, das Ding sah dann aus wie so ein Transporter. Ja, hier kommen wir nochmal zu diesen technischen Daten, die ihr euch nochmal durchschauen könnt hier. So, jetzt wird es ein bisschen haarig. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Krause Flakpanzer, 2 cm Flak 38 Vierling. Auf dem Panzerkampfwagen 4. Und ich benutze jetzt erstmal eine andere Bezeichnung für den Oberbefehlshaber, also wundert euch nicht. Also der ehemalige Kammerdiener von Anton Hinkel, und zwar der Herr Krause, diente Anfang 1944 als Abteilungschef der 12. SS-Flakabteilung mit der 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend in Frankreich, wo er mit Zustimmung des Regimentskommandeurs Prinz seinen Werkstattzug beauftragte, einen 2 cm Flak 38 Vierling auf die Wanne eines Panzers 4 zu montieren. Nach einigen Anpassungen war hier das Problem, dass das Schutzschild entfallen musste, aber so kriegten sie auf jeden Fall ein funktionsfähiges Waffensystem hin.
Diese Konstruktion, also ich sag mal, diese Feldkonstruktion, wurde später durch einen einfachen Schutzschild verbessert und dann in den folgenden Monaten in den Kämpfen eingesetzt. Es lässt sich nicht mehr genau sagen, wie viele von diesen Fahrzeugen ich sag mal, Marke Eigenbau es gab, aber drei Exemplare waren es auf jeden Fall, die wurden in einem Zug zusammengefasst. Der Name Wirbelwind, den wir immer wieder hören, wurde für diese Fahrzeuge nicht verwendet. Sondern es gab sicherlich einen anderen Namen, aber wir nennen es ja Erinnerungsliteratur, wird der Name häufig mit dem Krause-Flakpanzer in Verbindung gebracht. Ja, dieser Truppenumbau wurde dann später durch einen Inspektor von den Panzertruppen inspiziert. Das war im April 1944. Ja, und das schuf natürlich dann das Vorbild für den Flakpanzer 4 Wirbelwind und Ostwind. Ja, und hier gibt es auch wieder eine Variante, wie das nachher an die Führung gelangt ist. Also es wird erzählt, ob das stimmt, wissen wir natürlich nicht, dass der Obersturmbannführer Max Wünschel, da war damals auch Kommandeur der SS oder vom SS-Panzerregiment 12 und auch Ordonnanzoffizier bei Anton Hinkel, über diesen Weg erfuhr er von diesem Fahrzeug, also der Oberbefehlshaber, und dann wurden Dinge angeschoben. Ist ja heute noch so, wenn man quasi in die rechte Hand von irgendjemandem ist und hört irgendwas und erzählt das dem Chef, dann läuft es manchmal los, nicht? Ja, also das ist aber auch es ist nicht bewiesen, aber es scheint plausibel. So, hierfür keine technischen Daten, weil wir das nur so mal als Information reinstreuen. Kommen wir aber zum Flak-Panzerkampfwagen 4, 3,7 cm Flak 43, also Ostwind. Das kann man sich ja leichter merken. Ja, Ostwind. Der Ostwind entstand aufgrund der Feststellung, dass der 2 cm Vierling nicht mehr für die Bekämpfung von Luftzielen ausreichte. Das haben wir ja vorhin schon mal gesagt. Deswegen entwickelte man parallel zum Wirbelwind auch einen neuen Turm, also einen sechsseitigen Turm, der nur 12 statt 16 Teile hat. Der war im Vergleich auch etwas niedriger, auch geräumiger als vom Wirbelwind. Und somit war er für die Truppe natürlich auch interessanter. Trotzdem mussten auch hier diverse Änderungen an dem Geschütz, also an der Flak 43, durchgeführt werden. Das ist ja immer so, dass man dann hier und da noch mal was verändern muss. Ja, die Endmontage vor Ort wurde durch die deutschen Eisenwerke in Duisburg durchgeführt. Aber die Türme wurden weiterhin von dem deutschen Röhrenwerk hergestellt. Und die Fahrgestelle kam ja sowieso von Krupp. Ja, zeitgleich mit dieser Fertigstellung, also ich sag mal der ersten 5 Wirbelwindfahrzeuge, war auch der Prototyp des Ostwindes fertig, also Ostwind. Dieser kam testweise bei der gescheiterten Ardennenoffensive zum Einsatz. Ja, das ist auch vielleicht mal ein interessanter Fakt. Danach wurde er wieder ins Werk zurückgebracht, wo man weitere Änderungen vornahm. Ich sag mal, das nennt man ja immer Truppenerprobung. Wenn es denn gut läuft, dann sagen die Leute, Mensch, das hier noch mal den Hebel weg und so. Und so wurde ja immer ständig verbessert. Aber der weitere Verlauf des Krieges erschwerte die Produktion natürlich wahnsinnig und er musste dann auch Ende 1944, ich denke mal aufgrund der Bombenangriffe, auch aus Duisburg verlegt werden, und zwar nach Teplitz-Schönau. Ja, wenn wir auf die Gesamtzahl der fertiggestellten Ostwind-Fahrzeuge schauen, ist das nicht ganz so einfach nachzuweisen. Also man geht davon aus, es waren 7 Fahrzeuge, die im März 1945 noch abgenommen worden sind. Eine weitere Quelle, also von Seeherr Toss, das ist die Quelle, in seinen Erinnerungen waren es wohl 40 Fahrzeuge. Also wir werden es nicht genau wissen. Auch hier nochmal die technischen Daten für euch zur Übersicht. Ja, last but not least kommen wir natürlich auch noch zu dem heiß begehrten und geliebten Kugelblitz, also den Flakpanzer 4, 3 cm MK-103 Zwilling Kugelblitz. Und da müssen wir auch wieder ein bisschen tiefer einsteigen, also Generaloberst Guderian, also unser Panzer Guderian, dem wurde 1944 der Wirbelwind vorgeführt und auch eine Zwillingsvariante der 3,7 Flak 43. Die Zeichnungen von dem Wirbelwind inspirierten ihn zusammen mit einem Offizier, dass man doch vielleicht einen Flakpanzer auf Panzer 4 mit dem 3 cm Zwilling baut und das in einem kugelförmigen, vollgeschlossenen Turm zusammenschweißt oder zusammenbaut.
Auf Nachfrage von Guderian versicherte man eine Fertigung von 20 Stück pro Monat, auch ab Juli 44. Das könnte man machen. So, jetzt muss man aber auch wissen, dass es Belege dafür gibt, dass aus Konferenzen mit dem Reichsminister für Rüstung, also Albert Speer, stammten bereits Aufzeichnungen, dass Guderian sich gewünscht hat, dass der U-Boot-Turm auf einen Panther montiert wird. Und jetzt reden wir ja nicht von einem U-Boot-Turm tauchen, sondern die U-Boote der 21er-Klasse waren ja stark mit Flakschützen bewaffnet. Und da war auch eine 3 cm MK-303 Flak eingebaut. Und diese Grundlage wurde eigentlich genommen, um diesen Kugelblitz zu bauen. So, dann müssen wir nochmal auf diesen Turm eingehen. Also diese 3 cm MK-103, also die Marinekanone, wenn man das so sagen kann, als Zwilling, war durch die Konstruktion so in einem Schwenkbereich von 360 Grad einzusetzen und die Rohrerhöhung war von minus 7 bis 80 Grad nutzbar. Und der Hauptvorteil war hier die Gurtzuführung. Und man muss ja mal wissen, wie viel Munition kriege ich an die Waffe und wie schnell. Und wenn die Gurtzuführung einfacher war, war die Kadenz, also die Frequenz der Schüsse, war wesentlich höher. Auch von diesem Kugelblitz wurden dann 100 Exemplare bestellt und nach dem Wissensstand heute wurden nur 3 Stück davon vollendet. Also diese 3 Exemplare wurden auch eingesetzt. 2 davon wurden bei den Kämpfen um Spichra zerstört. Und einer von diesen Fahrzeugen, also der Turm von diesen Fahrzeugen, wurde 1999 geborgen und ist heute in der Flugabwehrsammlung des Heeres zu sehen, die mittlerweile im Marinearsenal in Kiel liegt oder untergebracht ist. Ich hatte das große Glück, da mal reinzuschauen. Und nachher am Ende des Vortrags zeige ich auch nochmal ein paar Bilder aus dieser Halle, wo dann auch dieser Turm noch liegt. So, hier könnt ihr nochmal die technischen Daten vom Kugelblitz sehen, damit man das auch nochmal vor Augen hat. So, eigentlich in der Reihenfolge hätten wir es nicht am Schluss machen müssen, aber das ist jetzt, wie es ist. Ich habe es vorhin überlesen in meinen Aufzeichnungen. Also uns fehlt natürlich, bevor wir zum größeren Kaliber kommen, eigentlich noch der Wirbelwind selber. Den habe ich jetzt schon 2-3 Mal erwähnt, aber nicht erzählt. Also ganz genau hieß er Flak-Panzerkampfwagen 4, 2 cm Flak 38 Vierling, Sonder-Kfz 161 4 Wirbelwind. Also diese Namen sind ja unglaublich lang und wir merken uns einfach Wirbelwind. Was haben wir jetzt hier vorgefunden? Also die 2 cm Flak Vierling, das kennen wir ja schon. Und die wurden auf instand gesetzten Panzerwannen vom Panzer 4 montiert. Also wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt waren es die Ausführung G- und H-Wannen, die Verwendung fanden, um diese Fahrzeuge zu bauen. Hier wurden die Wannen entsprechend geändert, also die Kraftstoffhandpumpe wurde verlegt, Verstrebungen wurden eingebaut und Grundplatten wurden verändert, Befestigungen wurden verändert und das Geschütz musste auch noch verändert werden, der Hülsenfangkasten wurde verändert, der Drehkranzdreckel wurde verändert. Also es wurden einige Sachen umgebaut, damit dieses Geschütz auf dieses Fahrzeug passte oder auf diese Wanne passte. Das Seitwärtsbewegen des Turmes erfolgte über die Seitenrichtmaschine der Flak. Und der Turm hatte im Grunde nur eine Rundumpanzerung, weil die Flak mit einem eigenen Antrieb lief. So, das heißt, die Seitenrichtgeschwindigkeit lag bei 27 Grad die Sekunde. Das war schon relativ fix. Und man testete auch einen anderen Antrieb, der 60 Grad die Sekunde schaffte. Das wurde aber nur getestet, nicht verbaut. Ja, wo fand dieser, ich sag mal, dieses wahnsinnige Wirbelwindgeschütz den Einsatz? Also die Wirbelwinde wurden wie die Möbelwagen und auch Ostwind ausschließlich bei den Panzerflakzügen der Panzerdivisionen und einiger Spezialverbände eingesetzt. Und auch hier kommen wir nochmal zu den technischen Daten vom Wirbelwind. So, wir könnten jetzt uns auch noch mit anderen Dingen beschäftigen und zwar mit dem Versuchsflakwagen 88 auf Sonderfahrgestell. Das machen wir nicht, genauso wenig wie wir uns jetzt noch mit dem Flakpanzer Quelian, dem Zerstörer 45 oder Ostwind 2 oder dem Panther mit dem Flarak-Anteil Rheintochter auseinandersetzen. Das geht mir tatsächlich ein bisschen zu weit. Wir wollen das hier auch abschließen und ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt nochmal ein paar Bilder aus der
Sammlung bzw. aus der Flak-Sammlung des Heeres im Marinearsenal Kiel anschauen. Das ist wirklich eine tolle Ausstellung und wie ich schon sagte, ich hatte da eine Privatführung mal. Das war sehr beeindruckend und die Bilder, die schauen wir uns jetzt nochmal zusammen an. Ja, das soll es auch für die Flak gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Es kam ein bisschen was rüber, nicht zu viele technische Sachen und zu viele technische Details. Aber wenn man es macht, dann muss man es schon richtig machen und die Daten sind einfach wichtig. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, schließen wir das hier ab. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar, lasst mir ein Abo da, bleibt gesund und auf bald.